Das ist natürlich ein herber Schlag für alle Dieselautobesitzer. Trotzdem, man muss jetzt erstmal auf die schriftliche Urteilsbegründung warten. Wichtig ist, das Gericht spricht ja von Maßnahmen in einzelnen Kommunen. Es muss verhältnismäßig sein. Es muss in die Luftreinhaltepläne aufgenommen werden. Das heißt, es wird nicht sofort flächendeckend passieren. Aber klar ist, Politik muss sich jetzt darum kümmern, dass es Lösungen gibt für die Besitzer von zum Beispiel Euro 5 Dieselfahrzeugen. Und ich glaube, dass auch vor allen Dingen die Verantwortung der Hersteller jetzt mal deutlich geklärt werden muss. Es gibt Nachrüstmöglichkeiten und wir müssen darüber reden. Ich würde mir wünschen, es kommt zu einer Einsichtsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie. Und wir müssen uns nicht irgendwelche rechtlichen Schwerter überlegen, wie wir das Ganze forcieren. Ich glaube, es geht hier wirklich auch um Vertrauensschutz. Wie soll man Menschen dazu bewegen, jetzt in moderne Dieselfahrzeuge zu investieren, wenn man immer das Gefühl hat, wer weiß, was dann wieder rauskommt? Das ist wirklich ein Problem. Das ist auch ein emotionales Problem. Und deswegen hoffe ich einfach, dass wir jetzt, auch nachdem wir die schriftliche Urteilsbegründung haben, wirklich mit einer neuen Bundesregierung jetzt in einen sehr intensiven Dialog mit der Industrie kommen. Ich glaube, wichtig ist das Signal an die Kommunen, dass wir sie am Ende nicht im Regen stehen lassen werden. Aber klar ist auch, und das zeigt ja das Urteil, es geht jetzt hier erstmal nicht um was Flächendeckendes, sondern in einzelnen Kommunen wird es jetzt zu Durchfahrtsverboten, gegebenenfalls für einzelne Straßen, vielleicht auch zwei, drei Straßen zusammen, Zonen kommen. Und wir müssen halt genau schauen, welche Kommunen sind das, die das in ihre Luftreinhaltepläne integrieren. Und dann muss man gucken, reicht das Schild, das wir dort sozusagen für entwickeln, reicht das aus? Ist das Ganze kontrollierbar? Ich gehe immer davon aus, dass wenn wir Vorschriften auch machen, auch wie Tempolimits, dass natürlich die meisten Deutschen sich daran halten zuallererst. Aber natürlich muss es kontrollierbar sein. Und deswegen glaube ich, ist am Ende der Prozess, dass man schauen muss, kommen die Kommunen mit dem klar, was wir ihnen anbieten? Sollte es dort zu großen Problemen kommen, dann allerdings, finde ich, darf sich ein Bund auch nicht einer bundesgesetzlichen Regelung verschließen. Aber so weit ist es noch nicht. Ja, das Urteil, was das Bundesverwaltungsgericht gestern gefällt hat, ist ein Sieg für den Gesundheitsschutz. Ich lebe nur leider bei der Bundesregierung wahr, dass sie überhaupt jetzt keine Konsequenzen ziehen will. Sie scheint ihre Politik des Aussitzens und Wegduckens beim Thema schlechte Luft in Innenstädten weiterzumachen. Was wir jetzt brauchen, ist, dass Fahrzeuge nachgerüstet werden, dass die Hersteller auf ihre Kosten zur Verantwortung genommen werden, dass nämlich eben nicht das bei den Dieselfahrern abgeladen wird. Und wir brauchen als zweites eine blaue Plakette, damit es eine bundeseinheitliche Regelung gibt und wir nicht Kleinstaaterei bekommen. Genau das beides lehnt die Bundesregierung aber ab. Die Nachrüstungen werden auf die lange Bank geschoben. Da werden uns Berichte versprochen, die schon seit Monaten da sein sollte. Und die blaue Plakette wird komplett abgelehnt. Das führt direkt dann in eine Kleinstaaterei mit ungeregelten Fahrverboten. Das finde ich falsch. Die Bundesregierung übernimmt nicht die Verantwortung bei dem Thema. Sie sollte jetzt dieses Urteil endlich als Weckruf begreifen, ihre Politik des Aussitzens und Wegduckens bei der schlechten Luft in den Innenstädten zu beenden. Man kann das Problem nicht bei den Menschen in den Innenstädten abladen, man kann es nicht bei den Millionen betrogener Dieselfahrer abladen und man kann es auch nicht bei den Kommunen abladen. Es muss zu den Autoherstellern und da ist die Bundesregierung jetzt gefordert. Wenn wir in Deutschland Fahrverbote bekommen, dann sollten sie wenigstens einheitlich sein, weil es kann ja nicht sein, dass in Köln was anderes gilt wie in Düsseldorf und da wieder was anderes wie in Hamburg. Ich glaube, die Bundesregierung muss endlich bereit sein, eine einheitliche Regelung zu schaffen. Das wäre die blaue Plakette, eine einheitliche Regelung für ganz Deutschland, die dann auch in allen Städten gilt, wo die Autofahrer sich dann auch darauf verlassen können. Wenn ich so eine blaue Plakette habe, dann kann ich auch in die Innenstädte einfahren. Wenn die Bundesregierung sich weigert, hier die blaue Plakette einzuführen, dann treibt sie der Kleinstaaterei, der Schikane von Autofahrern, die dann mit unterschiedlichsten Regelungen konfrontiert sind, Vorschub. Und das kann eigentlich nicht in unserem Sinne sein. Nach wie vor bleibt festzuhalten, dass gestern in Leipzig dem keine Fahrverbote erlassen worden sind. Ganz im Gegenteil, sondern sehr, sehr hohe Hürden aufgebaut worden sind, weil erkannt worden ist, sagt das politisch, dass Fahrbeschränkungen zu Beeinträchtigungen führen in der Mobilität. Die Mobilität bleibt die Lebensader unserer Gesellschaft und der Wirtschaft. Deswegen muss unser Ziel sein,
Fahrverbote zu vermeiden. Und deswegen ist auch das Bestreben, Plaketten einzuführen, nicht mein Bestreben. Ich will durch ein Bündel von Maßnahmen erreichen, dass wir zu den 60% Reduzierung NOx weitere ausreichende Prozente dazu kriegen, und zwar schnellstmöglich in den nächsten beiden Jahren. Sie wissen, dass wir gemeinsam in der geschäftsführenden Bundesregierung einen Vorschlag mit verschiedenen Ansätzen an die EU-Kommission gerichtet haben. Das bleibt bestehen. Wir werden uns diesem Thema widmen. Ich bin nicht bereit, mich einem Wettbewerb der Schnelligkeit für Fahrverbote zu stellen. Ganz im Gegenteil, wir brauchen einen Wettbewerb der Schnelligkeit für intelligente Lösungen. Und das ist ein Thema, das wir dann in den nächsten Tagen und Wochen mit den Stakeholdern besprechen werden. Dazu gehören auch beispielsweise die Fragen, die sich mit der Verbesserung der Motore bei Bussen, bei PKWs, bei Taxen und bei anderen beschäftigen, so wie wir das in dem Schreiben an die EU-Kommission festgelegt haben.